Tu es nicht. Doch? Nein. Sieht man jetzt die Minispiele? Die Minispiele? Deswegen, guck mal da unten, da kann man so ganz lustige Sachen machen, die Zeit vertreiben. Das sieht das super aus, macht super viel Spaß. Ja. Oh, nimm deine besten Kämpfe auf und teile sie mit anderen Spielern. Genau, und das ist auch noch was ganz Neues. Das sieht man gleich, wenn du nochmal drauf drückst, dann sieht man ein Beispiel davon. Ja, übernimm das bitte einfach. Tu so, als wenn ich dein Gast wäre. Ja, hier kann man zum Beispiel einen Kampf sehen, einen ganz typischen Pokémon-Kampf. Das sieht man ganz viele Kämpfe. Die kämpfen jetzt gegeneinander, ja? Eine neue Bedrohung. Das kommt ja erst noch. Jedenfalls, diese Kämpfe sind sehr... Eine neue toll. Bedrohung. Ja. Eine neue Bedrohung. Das ist ein Team. Wieder ein ganz tolles... Es gab Team Rocket. Team. Ja, das war aber der erste. Ja. In Rot und sowas. Und hier ist es das Team Galactic. Und das will natürlich die ganze Welt Galaxie. Zerstören. Wahrscheinlich. Nee, deswegen aber da Galactic. Nur die Welt. Ja, ist komisch. Ich weiß, aber die wollen nur die Welt da zerstören. Echt? Nicht die Galaxie, nee. Ja, und jetzt sind sie wieder ganz nah dran, die Welt zu zerstören. Und man hat natürlich den Auftrag, sie aufzuhalten. Ja. Was natürlich immer funktioniert. Und sie nehmen dafür auch die legendären Pokémon. Erzähl weiter bitte. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Als Geisel kann man nicht sagen, aber sie nehmen sie gefangen. Und gefangen? Sie benutzen ihre Energie dafür, um ja, die Welt zu erobern. Das ist schön. Ja. Positive Energie vielleicht sogar. Nee, vielleicht wollen sie die ja gar nicht zerstören, sondern nur verbessern. Die Pokémons werden ja dann richtig böse und gemein. Vielleicht zum Thema Sachen, die man nicht vor der Kamera sagen sollte im Internet. Ich habe mir aufgeschrieben, ja, dass die Christen, dass die Christen halt sagen, hey, Pokémon ist antichristlich. Weil es gibt halt Reinkarnation, es gibt, was habe ich mir aufgeschrieben, Okkultismus, es gibt Gewalt als Machtinstrument. Und das meine ich halt so, hey, wie passt es dann zusammen, dass in Japan Leute, ja, um das nochmal aufzugreifen, auf der einen Seite halt antichristlich, ja, und auf der anderen Seite scheinen es ja doch Christen zu sein, die das Ganze spielen, wenn sie sich in Japan, so wie ich gerade vom Fetisch erzählt habe, 5 Pokebälle in den Arsch schieben, nackt auf die Straße rennen und rufen, ich bin die Reinkarnation Jesu. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Wie kann das, wie kann das zusammenhängen? Stell es irgendwie online, also die Frage ist, sollt ihr jetzt beantworten, ne? Das war jetzt der Aufruf. Ja, das, ich finde das er gut. Er möchte es unbedingt wissen. Er ja, weiß gar und nicht wenn mehr, schon er ohne die Antwort machen kann. Er kann nicht mehr leben dann. Wenn ihr es schon mal gemacht habt, ja, also dieses Rauslaufen, wenn ihr Japaner seid und uns zuhört gerade. Bestimmt. Ja. dann schreibt mir bitte eine Mail und sagt mir, warum ihr das tut. Ich kann es nicht verstehen. Wirklich nicht. Ja. Ja. Mich interessiert das nicht so brennend, also ihm nur das Schreiben. Ja, ich leite es dir dann weiter. Okay. Per ICQ, wenn du mich mal wieder anschreibst. Okay. Wie jede immer. 2 Minuten. Ja. Machen wir weiter. Gucken wir mal. Uiuiui. Und eine neue Form von Giratina. Genau, das ist das. Das ist quasi das schwarze Loch. Das ist der komische Wurm, genau. Der Tausendfüßler, der durch die... Das ist quasi die Gina Wild unter den Pokémon. Bist du bereit, die Legenden zu treffen? Ja, bist du bereit? Ja, deswegen bin ich auf der Gamescom und werde dort Autogramme geben. Ja, dann können die anderen die jetzt habe ich es verkackt. Jetzt. Ja. die Legenden treffen. Mich zumindest. Nee, die Legenden zu treffen, habe ich echt Bock drauf gerade. Ja. Voll. Ja, total. Das sieht man dir an. Ja. Ich frage mich noch immer, wie du mich überreden konntest, den Pokémon-Trailer zu machen. Warst du echt so kamerageil? Ja. Ich wollte unbedingt mit dir vor die Kamera. Echt? Um ganz berühmt zu werden. Ganz berühmt. Ich bringe dich ganz groß raus hier auf dieser Besetzungscouch. Genau. Ja, das meinte ich ernst. Ja, ich auch. Und gleich kommt die Verpackung. Sollen wir mal die Videofrau fragen, wie lange wir schon sind? Weil YouTube hat den Fehler, nur 10 Minuten hochzuladen. Sind wir schon über 10 Minuten, Videofrau? Wir sind schon über 10 Minuten, Videofrau. Magst du noch über Fetische reden? Jetzt haben wir nämlich quasi noch 8 Minuten Fetische, geschenkt. Nee, du kannst das so gut. Fetische. Erzähl mir wieder ein Beispiel. Ein tolles Beispiel. Oder einen tollen Witz oder irgendwas. Jetzt hast du mich natürlich direkt am falschen Fuß erwischt. Ich weiß. Ja. Spontan sein. Hier habe ich aber schon mal... Ja, Spontanität ist jetzt nicht so mein Ding. Wieso denn nicht? Nee, also spontan Ejakulation vielleicht, ja? Mhm. Spontanität eher nicht. Machen wir weiter und lass uns auslaufen. Ja, das dauert ja nur ein paar Sekunden. Lass wir es auslaufen, das klingt auch hier so. Also, ich bitte inständig jeden normalen Menschen, das Ding nicht im Internet zu verlinken. Lasst es auf pcaction.de für immer. Bitte. Ja, bitte. Bitte. Es wird ihr nicht gut tun und es wird meinem Ruf nicht gut tun. Dein Ruf ist doch eh schon im Arsch.
So wie die Pokebälle bei dir waren. Ja. Ja. Womit sich das dann wieder schließt. Der Pokekreis schließt sich. Ja. Ja, müssen wir sonst noch irgendwas sagen? Vielleicht sollten wir irgendwie Kugellager... Nee, das lassen wir jetzt. Nee, ja. Pokémon Platinum, jeder, der ein DS hat, ich muss noch Werbung machen, weil sonst werde ich demnächst gefeuert. Das ist echt kein Scheiß. Bitte kauft bei Amazon, der Link ist ganz unten. Hier ist das Video, in dem Video. Du kannst unten auch erstmal drücken, dann da geht noch die Verpackung. Nein, da geht doch nicht mehr lange. Dann sieht man noch die Verpackung, dann wissen die Leute, wie Moment. Das aussieht. Ich mache jetzt weiter von dem... Und dann machst du gleich wieder Stopp. Sieht man, da ist die Verpackung. Siehst du? Also, aber wenn sie bei Amazon, wo ihr kaufen müsst, ihr müsst bei Amazon kaufen, kein Scheiß, bitte, bitte. Ich... Ja. Sonst kann ich mir keine Praktikantin mehr halten. Genau. Aber ich würde ja auch kostenlos für dich arbeiten. Das weißt du doch. Ja, weiter. Ja, kauf das, dann kriegen wir Alimente, wollte ich sagen, was ist ja vollkommen falsch. Dann kriegen wir einen Bruchteil des Preises gut geschrieben. Ist das nicht schön? Und ihr helft mir damit, total. Und Praktikantin, Brüste, Pokémon, Chris. Denk dran, kaufen. Willst du noch was sagen? Kannst du eine Kaufempfehlung aussprechen? Ich habe nur einmal kurz die englische Version gespielt. Und die war wie Pokémon halt. Also entweder mag man es oder man mag es nicht. Jetzt wird es schon fast ein Testvideo. Also man mag es oder man mag es nicht, Leute. Und wenn ihr es mögt, kauft es. Genau. Und bei Amazon. Ja, genau. Aber nur über unseren Link, nicht über, über den Endzone-Link. Das gibt mir kein Geld. Ja? Oh. Winkst du? Jetzt kannst du winken. Wink die ganze Zeit. Okay. Winkst du? Ja, ich winke. Ich sehe es jetzt nicht. Ich muss mich auf die Taste konzentrieren. Ja? Ja, ich winke die ganze Zeit. Alles klar. Du läufst jetzt aus. Ja. Läuft's aus? Freust du dich? Ja. Nice. Ich freue mich. Ist nur ganz kurz vorstellen. Mehr ist das. Genau. Am besten, du beugst dich auch ein bisschen davon. Es wird mir negativ angerechnet. Dabei wollte ich nur sagen, dass es halt interessierter kommt.